So, willkommen zurück zum Teil 3 des virtuellen Stammtisch. Heute war kurz ist gut, anderthalb Stunden der Stefan Süß zu Gast. Wir haben uns sehr angeregt unterhalten. Stockinger Thomas ist schon wieder da. Thomas, hereinspaziert. Danke an die treuen Stammtischler, dass wieder alle da sind, dass wir wieder wen haben zum Mitdiskutieren. Sind wir schon wieder zurück. Brot und Ja, Spiele waren wir. Brot und Spiele wollen wir. Na drum, und es wird der Tag kommen, wo es wieder normal läuft in der Gastronomie, wo es wieder bergauf geht und dann zieht die ganze Wirtschaft erst wieder an, solange es da Einschränkungen gibt. Und natürlich die Gastronomie ist die Branche, wo es mit der Eventszene und dem Ganzen, was da mit dabei hängt, am längeren dauern wird. Und erst wenn es da wieder geht, glaube ich, zieht alles wieder an, der ganze Urlaubsverkehr und dergleichen. Und darum das bewundert ihr eben auch, wo ihr alle die gleiche Situation haben und finanziell sehr schwierig ist, gibt es Leute, die was positiv denken und Leute, die was nicht positiv denken. Ja, ich habe die Krise, entschuldige, ab und zu drücke ich da beim Winken daneben und dann dreht sie sich um. Ich habe die Krise von Anfang an als Chance gesehen und habe das auch relativ schnell versucht, in den sozialen Medien so darzustellen. Nur mal wichtig ist, dass alle Kolleginnen und Kollegen die Chance auch nutzen. Ob sie jetzt offen haben oder nicht oder irgendwo engagieren, das sei mir alles dahingestellt. Aber jetzt ist genau die Zeit, wie es auch der Stefan gesagt hat, dass man mit den Mitarbeitern das macht, was man noch nie gemacht hat oder was man vor sich herschiebt. Dass man sich Gedanken macht, ist das Konzept, das man hat, noch das Richtige? Dass man seine Preise alle nachkalkuliert, dass man sagt, ist das nur das, das ein Geschäft ist oder nicht? Und dass man halt vielleicht einen Kurswechsel macht. Ich meine, die Leute sind jetzt ausgehungert, die können sich vielleicht gar nicht mehr zu 100% erinnern, wie das vor 2, 3 Monaten war, wie das letzte Mal da war. Also unbedingt die Chance nutzen. Oder auch die Chance nutzen, wo ich vorher keine Zeit gehabt habe, dass ich auf ein Seminar gehe, weil ich halt selber in Betrieb stehe und wir sind glasdoktoriert. Aber jetzt, so wie es der Stefan anbietet, ein Webinar, zu dem wird er vielleicht jetzt Zeit haben und dass er sich da mal einen anderen Blickwinkel zu seinem Lokal auch Ja, anschaut. da würde ich dir eh bitten, dass man die Sachen weiterleitet, wenn er das schickt. Ich weiß Sehr nicht, gerne. wie das mit den anderen geht. Schicke da Mit dann den gleich Zusätzen. weiter per WhatsApp. Kannst du mir selber WhatsApp schicken oder mir wurscht, ich bin Genau. da auf alle. So ist es. Mache ich dann im Anschluss. Ja, ihr habt es einfach auch geredet, die Mitarbeiter-Image-Geschichte. Natürlich hat es so. Und natürlich ist auch da die Branche sehr unterschiedlich. Muss man auch sagen, wir haben Saisonbetriebe, wo auch Leute hingegangen sind, dass sie was verdienen, dass sie aber egal wie viele Stunden das arbeiten. Und das wird uns jetzt teilweise transportiert, dass man in der Gastronomie 60, 70 Stunden arbeiten muss. Das gibt keinen, glaube ich, in einem 365-Tag-Gastronomiebetrieb, der 60, 70 Stunden arbeitet. Das mache ich auf Saison, das habe ich selber gemacht. Das hat damals passt für Außer mich. mir Wirten, mir schon, aber Aber Mitarbeiter. das ist auch das Leid jedes Selbstständigen, dass er halt mehr Stunden. Heißt ja selbst und ständig, nicht? So ist es. Aber da kann er sich selbstständig machen oder jammern diesbezüglich. Er hat es selber angefangen und so kann es auch der Mitarbeiter aussuchen. Und genau in diesem Image haben wir jetzt lang gearbeitet mit unserer Image-Kampagne Gastronomie, das Richtige für mich, wo wir genau die Leute vor dem Vorhang geholt haben, egal ob Szene-Lokal, wo er nicht nur als Gast in der Szene ist, sondern er ist mittendrin in der Bar oder auch im Wirtshaus mit vielen Aktionen geschaut haben, dass wir Leute einbringen, die ganzen Lehrlingsmeisterschaften, Culinary Arts Festival 2.0, Next Generation, wo wir geschaut haben, die Lehrlinge, die was super gut sind und motiviert sind, dass wir die nach außen holen oder Schule macht Wirtshaus, wo wir die Schüler aus den Tourismusschulen geholt haben und einen Tag ihnen das Wirtshaus übergeben haben und das medial begleitet haben, die was auch gesehen haben. Und da haben wir riesige Erfolge gehabt, dass die auch in die Tourismusschulen einen anderen Blickwinkel gekriegt haben. Weil die sind zuerst motiviert in die Schule gegangen, dass sie den Beruf machen wollen. Während der Schule sind sie draufgekommen, eigentlich im gruppendynamischen, ich Wissen wir ja, will. dass 6% oder 8% sogar was anderes machen. Genau, aber mit dem Projekt Schule macht Wirtshaus haben wir tolle Erfolge, dass sehr viele im ersten, zweiten Jahr nach der Schule in der Branche geblieben sind, weil es halt für einen Tag einmal selbstständig waren und alles selber organisieren haben müssen, vom Einkauf über Kalkulation, über das Geschirr, über Personalplanung und dergleichen. Und das hat einmal mehr gebracht, glaube ich, als wie ein normales Praktikum. Und somit setzen wir halt da viele Maßnahmen zur Imagekorrektur der Mitarbeiterberufe. Aber natürlich schimpfen drüber, das ist einfacher und Einzelfälle großplakativ nach vorn holen ist auch einfach. Aber ich glaube nicht, dass es den rund 23.000 Beschäftigten so schlecht geht, weil sonst hätten wir nicht so viel. Aber wir haben halt bis vor der
Situation Zwingli gehabt. Oder Meinung, 30.000 sind beschäftigt bei uns. Na, 23.000 sind Köche, Kellner, da kommen natürlich noch Housekeeping und Rezeption, aber Küche und Service im Oberösterreich sind es 23.000. Peter, danke für die Glückwünsche. Und da schauen wir halt auch, dass wir da speziell einmal auch die Situation richtig stellen, dass wir ja auch Möglichkeiten haben, wenn einer in Pension ist, dass er noch ab und zu aushelfen kann, wenn einer Student ist, dass er irgendwas dazu verdienen kann und dergleichen, sofern es notwendig ist. Und das wird aber auch in Zukunft so bleiben. Und dann haben wir aber das zweite Imageproblem für unsere lokale Server. Da haben wir halt die sehr traditionellen, die was nicht mehr geworden sind, sondern eher weniger Wirtshäuser, aber auch genauso schwierig geworden ist in der ganzen Kommunikationsgastronomie. Facebook ersetzt Standisch, wer geht heute in der Beisel? Und aber ich glaube, dass das die wichtigen Kommunikationszentren sind. Und genau, wie Sie es ja gesagt haben, das kommt in Zukunft auf die Kommunikation drauf an, die wir wieder lernen müssen, die wir auch in der Schule wieder lernen müssen und nicht die virtuelle Kommunikation, sondern die Face-to-Face, dass man zusammensitzt, dass man aber eine Meinungsverschiedenheit hat, unterschiedliche Positionen, dass man die unterschiedlichen Positionen aber grundsätzlich akzeptiert und respektiert, weil jeder hat halt einen anderen Blickwinkel. Ob das jetzt der Arbeiter ist, der Unternehmer ist, der Buchhalter ist, der Beamte ist, der hat halt zu vielen unterschiedlichen Sachen unterschiedlichen Blickwinkel. Und somit müssen wir am zwei Image dran. Jetzt haben wir lang am Image der Mitarbeiter dran. In Zukunft wird wieder mehr am Image dran der Gastronomie als Kommunikationszentrum und als Szene. Und zum Beispiel, das wird vielleicht auch ein Thema der jetzigen Situation werden, was das Fortverhalten anbelangt, dass es halt gerade in die Bars, in die Clubs, in die Discos so war, dass die Leute erst irgendwann einmal nach Mitternacht gekommen sind. Dass wir vielleicht wieder schaffen, wie in Irland oder dergleichen, dass die Leute gleich nach der Arbeit auf Afterwork Bier gingen. Und dann haben. Und auch ins Wirtshaus, dass man sich nur einmal nach der Arbeit trifft und die ganze Zeit. Da brauchen wir sich den Kreis. An dem muss man arbeiten, dass man das wieder tun. Ja, aber aktuell rennen ja gerade wieder alle Amok gegen in der Bierbranche wegen Farnburger Übernahme durch die Heineken, weil das kartellrechtlich nicht mehr in Ordnung ist. Also das kriege ich gerade extrem mit, dass das in der Bierbranche wieder sehr sauer aufstoßt. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass sie gerade in Oberösterreich mit den vielen kleinen Brauereien ein großer Konzern immer schwerer tut. Weil gerade die Regionalität trotzdem auch am Biermarkt in die Wirtshäuser. Und sie befürchten jetzt ganz extrem, dass da der Preiskampf noch extrem wird. Und aber auf was ich wegen Irland zurückkommen will, in Irland war es ja so, dass das Bier im Supermarkt unwesentlich günstiger war als wie im Pub. Und darum war der Ire immer im Pub. Und es wird nur über dieses Schräubchen auch funktionieren. Es muss das Bier im Supermarkt teurer werden. Ich kann nicht aufhören, das zu predigen, weil das für mich der Grund ist, warum die Leute einfach nicht so viel ins Wirtshaus gehen. So ist es. Und was haben die nur dazu gehabt? Weniger Dienstleistung. Die haben nicht so viel serviert wie wir. Selbstbedienung. Selbstbedienung. Und das ist der zweite Faktor, wo wir auch schon länger drüber reden. Wie viel Dienstleistung honoriert der Gast und zahlt er? Oder holt er sich selber und sagt, ich zahle es selber dafür? Ja, sind die Themen, über die man sich Gedanken machen muss. Und ich habe mir da schon meine Gedanken ein wenig gemacht dazu. Jetzt muss ich es nicht dann umsetzen. Ja, und eben alles, was sich der Kunde wünscht und alles, was der Kunde sagt, was Regionalität, Bio, hochwertige Lebensmittel anbelangt. Das hört meistens beim Preis auf. Richtig, beziehungsweise dann im Kaufverhalten nicht unbedingt das, was er haben will und was er sagt, dass er kauft oder tut, dass er es auch tatsächlich tut. Wir sollten vielleicht auch eine Kampagne machen. Wir sollten die hervorheben, die das da haben. Verstehst du? Dass man halt sagt, das war der Gast, der hat sich das Bio geleistet. Dann würde das vielleicht zum Statussymbol. Genau, ich weiß nicht, ob ich meine Ganzl-Aktion schon mal erzählt habe. Ja, ich kenne es, weil ich es auch so gemacht. Genau. Und da ist halt zweigeteilt. Und da sagt aber auch schon der mündige Gast sehr wohl, okay, man schmeckt den Unterschied nicht, wo es Ganzl herkommt. Es schmeckt anders, aber es schmeckt nicht besser oder schlechter. Es schmeckt anders. Ich bin, gerade beim Ganzl, bin ich der Meinung, dass du das kennst. Kennst du das? Aber
dass sie werden sagen dort, was ist besser und was ist schlechter. Gefährlicher ist beim Schnitzel für mich. Das Schweinerne, das billige Schweinerne schmeckt nicht viel anders wie das teurene Schweinerne. Das ist eine Katastrophe. Da ist es noch gefährlicher. So ist es. Ja, da schmeckst du keinen Unterschied. Beim Gansl schmeckst du ja einen Unterschied, aber du weißt nicht, was ist besser und was ist schlecht. Nein. Der Roland möchte trotzdem die Gansl-Aktion kurz hören, weil er kennt es, glaube ich, nicht. Naja, wir haben einen Monat lang im Lokal zur Ganselzeit den Gast die Alternative gestellt. Ein heimisches Weidegansl vom Langmeier, wo es mir beziehen, kostet halt mehr, ist regional. Und wenn ich jetzt sage, für eine Portion... Muss man vorsichtig sein, kostet es dreifach im Einkauf. Ja, das wollte ich gerade sagen. Und für eine Portion Gansl brauche ich ein Kilo, weil eine ordentliche Gans hat 4 Kilo mindestens. Und ich bringe maximal ein Viertel raus. Ja, das geht sich nicht aus. Mit einem Viertel ganz komisch aus. Aber da kann es halt auch 4 Zehner sein. Und das kostet halt... Wir haben die 4,80. Preis, da reden wir mal von 10, 11 Euro das Kilo plus Beilagen und dergleichen. Das ist halt wesentlich teurer als wie der Mitbewerber der Tannenfedernproduzenten aus Ungarn, wo ich das um ein Drittel oder um ein Viertel teilweise super kriege. Und das Ganze hat die Rundschau begleitet, weil es der Klaus wieder schreibt gerade, Servus Klaus in dem Sinne. Und dann haben wir den Gast die Alternative gestellt. Entweder ein günstiges Gansl in der Karten oder ein heimisches, wesentlich teurer. Und dann waren halt schon viele Gäste, die haben das probiert, beide miteinander mal, parallel dazu. Sie hat das Gansl gegessen, sie hat das andere gegessen. Und da ist eben das Resultat rausgekommen, dass man einen Unterschied schmeckt. Nicht sagen kann, was ist besser, was ist schlechter. Und in dieser Aktion sehr wohl zum heimischen Gansl gegriffen worden ist. Aber logischerweise, weil es sehr transparent dargestellt war. Würde man das transparente Darstellen weglassen und jetzt sage ich mal, dann bin ich der teure Wirt gegenüber dem anderen. Genau. Und ich habe es genauso gemacht, ich habe auch die Aktion so gemacht, Facebook-Umfrage, 97% haben gesagt, nein, nur Bio-Gansl und in Wirtshaus war wieder die Umkehr. Portion, dass man das in Euro einmal fasst, inklusive aller Beilagen, Erdapfelknödel, also Erdapfel, Semmelknödel, nicht, dass man es Erdapfelknödel, das ist Müllviertler-Geschichte, wir haben Semmelknödel. Blaugrad oder Weißgrad, die eine um 23 Euro und die andere um 30 Euro und gegessen haben solle die um 23 Euro. Und da verlange ich nur den Preisunterschied, also da tue ich nicht meinen normalen Rohaufschlag drauf, sondern ich habe nur den Preisunterschied zwischen Bio-Gans und konventionell gehaltener Gans aus Ungarn, die ja im Prinzip ein Opferprodukt der Tannenproduktion ist, das muss man halt so hart sagen, darum sind die so billig. Gegessen haben sie alle die ungarische Gans, weil die hat halt 23 Euro gekostet. Und das macht es natürlich auch schwer, weil der den CEO kauft, der hat auch gesagt, ja, es wird wieder weniger, weil die Leute einfach, das ist ein riesen Preisunterschied. Und da sind wir wieder dort, Preisunterschied beim Bier und, das macht einfach, der Konsument ist so gepolt, er kauft, wenn er die Gelegenheit hat, das Billigere. Nur dazu, wenn er den Qualitätsunterschied nicht 100% erkennt. Ja. Und das ist unser großes Dilemma. Und wie du richtig sagst, da heißt es gleich wieder, ja, das Gansl mein Zusatz kostet 30 Euro, dass das natürlich eine regionale Bioqualität ist, dass ich da vielleicht gar nicht dasselbe verdiene wie einer, der was billig Gansl aus Ungarn verkauft und 10 Euro billiger, das ist dann auf dem zweiten Papier, aber es war steuer. Aber nichtsdestotrotz, weil es oft gefordert wird, Herkunftsbezeichnung, bin ich gegen verpflichtende Herkunftsbezeichnung, das bringt nichts, sondern wann muss es freiwillig passieren? Ich bin dafür. Nein, freiwillig bis zum Bauern runter. Man will den Bauern kennen, man will nicht wissen, es war ein österreichisches Gansl, sondern von dem Bauern will es wissen, das muss freiwillig passieren. Der Gast muss mündig dazu sein und auch zu dem Herkunft. Auch die Erntehöfe in der jetzigen Situation. Logischerweise kennen es die Inländer nicht gegenüber die Ausländer. Aber da muss man es halt bei so vielen Arbeitssuchenden oder derzeit freien Bürgern in Österreich auch schauen, dass ich die halbwegs bei Beschäftigung halte und man aus Erntehöfe. Aber das habe ja ich Gott sei Dank in die letzten Freiwillige aus Österreich nehmen. Das habe ja ich Gott sei Dank in den letzten 20 Jahren geschafft, dass ich mir für jedes Produkt einen Hersteller gesucht habe. Und dass ich jetzt weiß, wo kommt meine Butter her, wo kommt mein Joghurt her, wo kommt mein Gansl her, wo kommt mein Schwein her, mein Rind, mein was weiß ich. Das ist eher ein weiter Weg, das kann ich euch eh versprechen. Das ist nicht so. So ist es, aber du zeichnest aus, von wem es kommt. Nicht, dass es aus Österreich kommt, sondern du willst mehr auszeichnen als wie nur Österreich. Nimm mir mehr an. Natürlich, weil wenn ich weiß, von welchem Bauern das ist, dann schreibe ich das ein, weil
Ich glaube, da können wir jetzt von 100 Wirten wissen, das zwei. Mein Beisel im Ort, was bei verpflichtenden Herkunftsbezeichnungen wäre, wenn der eine Fertigpizza vom Haube verkauft, müsste er da draufschreiben, woher das das Ei ist, was keinen Kunden interessiert, weil jeder weiß, was er für Produkt konsumiert, brauche ich nicht, dass ich da noch sinnlose Bürokratie aufziehe. Und man wird es dazwischen nicht trennen können, wann ist zum Auszeichnen und wann nicht. Also freiwillig ja. Eine Herkunftsbezeichnung ist gescheiter wie eine Allergenauszeichnung. Das unterschreibe ich da. Ja, freiwillig ja und gerne, aber genauso das eine als auch das andere, keine Verpflichtung, weil es kein was bringt. Weder die Allergenverordnung bringt den Allergiker was, weil das ist ja am Sog, wo es drinnen ist, weiß er in den meisten Fällen. Sondern er interessiert eher, was er hat. Er verlässt sich sowieso nicht auf das, was in der Speisekarte steht. Weil ja, und den interessiert, was er haben kann. Da habe ich auch ein kurzes Beispiel dazu. Wir haben eine. Die ist glutenunverträglich. Und was macht sie? Normalerweise wissen wir das schon. Richtig. Und normalerweise wissen wir das schon. Und die ganze Familie war mit 12 Leuten bei uns zum Essen und alle haben ein Schnitzel. Was kriegt sie normalerweise? Ein Naturschnitzel. Sie wollte aber auch ein gebackenes Wiener Schnitzel. Sie hat genau gewusst, du Stocke, ihr habt keine Brezel, die was glutenfrei sind. Ich habe mein Sackerl mit den Brezeln mit. Hab mir das gegeben und ich möchte auch glutenfreie Schnitzel. Und wie geht das dann mit Müll? Erdäpfelmüll. Also was hast du? Oder was? Ein Maizena praktisch, ein Maisstärke. Erdäpfelmüll haben wir schon. Das hat schon gewusst. Das, und somit funktioniert das auch. Und somit hat die ihr Wiener Schnitzel gekriegt und nicht ein Naturschnitzel. Und ihr hätte es auch nichts geholfen, wenn ich in der Speisekarte ausgezeichnet hätte, dass da Gluten drinnen sind. Ich muss sagen, es ist eher eine Herausforderung, wenn du so einen hast, auch am Frühstücksbuffet und so. Laktose und Gluten, das ist schon eine Challenge, muss man ganz ehrlich sagen. Fuchsi ist auch online. Servus, Fuchsi. Genau, und somit glaube ich, dass sie die meisten Gastronomen auf einer Zielgruppe einstellen und die Zielgruppe auf den Gastronomen, die geht halt dorthin, wo sie verlassen kann, dass das kriegt und die wird nie und nimmer verlangen, wenn es zu irgendeinem in eine Bar geht und dort einen Snack haben will, dass das tatsächlich alles möglich ist, was in einem Wirtshaus möglich ist, wo auch tatsächlich gekocht wird. Gut, ich glaube, da geht es auch nicht mehr so sehr um das in einer Bar. So ist es. Weil wenn ich die Solette und die Nuss konsumiere, dann ist es wahrscheinlich auch schon wurscht, wo es herkommt wahrscheinlich. Genau. Ja, das heißere Thema, glaube ich, wo alle jetzt dazu eingeladen sind, zu mitdiskutieren, wann und wie soll man wieder aufsperren? Gibt ja mehrere Zugänge dazu. Möglichst rasch, mit einer Gefahr, dass wir uns wieder zusperren. Möglichst rasch. Ja, nach aktueller Situation, wenn sich das alles so weiterentwickelt, Mitte Mai ist eh 11 oder 18, weiß ich noch nicht, was als Mitte angeschaut wird. Mitte ist 15. Ja, von mir sperren wir mitten in der Woche auf, ist mir auch wurscht. Wenn ich am 11. aufsperren kann, kann ich am Muttertag auch aufsperren. Nein, weil der 11. ist ein Montag. Ja, aber warum dann Montag und nicht der Sonntag? Ja. Aber die Frage ist, mit vielen Auflagen, viele Abstände, Gesichtsschutz, wie man also das Erste, haben, was für mich einmal relevant ist, ist die Sperrstunde. Also unabhängig von den Auflagen, die Sperrstunde ist einmal das Erste. Also in unseren Diskussionen haben wir es derzeit nicht, dass wir über Sperrstunden diskutieren. Es kommt aus den Medienberichten. Da ist klar die Forderung auch da, Mario Pulke in den Medien, mindestens bis 23 Uhr, intern haben wir gesagt, okay, 22 Uhr, aber um die eine Stunde wird es auch nicht gehen, aber auf alle Fälle brauchen wir das Umfeld. Für mich ist ja noch 21 Uhr okay, oder wenn nicht die Bars, dann schon Schluck, aber jede Stunde ist früher. Ja, aber wir haben jetzt erst den Stefan gehabt, dem bringt weder 22 Uhr was, nur 23 Uhr. Der braucht einen Vollbetrieb in der Nacht. Der braucht aber auch einen Betrieb, wo Leute enger beieinander stehen können und nicht in alle Richtungen einen Meter Abstand. Wirst du ja ganz schwer exekutieren können in so einer Riesendisco. Naja, jein, es gab halt schon Ansätze, was ich letzte Woche auch vielleicht schon andeutet habe, wo ich sage, dass jeder Gast einen bestimmten Quadratmeteranzahl braucht und das kann ich theoretisch handeln, dass ich auch in einer Großdiskothek, dass ich sage, okay, die hat 1000 Quadratmeter, das sind halt dann maximal 300 Leute. Und die Gäste selber waren verantwortlich für ihren Abstand zu einem nächsten Gast. Theoretisch wäre es handelbar und ich war einer, der was sagt, wieder mehr Eigenverantwortung für die Gäste, mehr für die Besucher.
er muss wissen, was er tut, und der Gastronom muss ihm aber die Möglichkeit geben, das zu tun, dass er den Abstand wahren kann. Weil wenn ich ihm sage, okay, lass noch wo rein, und auf einmal kann er nicht mehr raus, weil da drin und 30.000 Leute sind, wird nicht funktionieren, sondern man wird schauen müssen, dass man halt eine maximale Gästeanzahl erreicht, auf das, was der Gastronom schauen muss. Und darüber hinaus das Verhalten zu anderen Gästen würde jedem wieder selber auffällig. Aber natürlich gibt es andere Hygienemaßnahmen, Desinfektion. Handschuhe ist man eher weg davon, dass man sagt, okay, auch eine ordentliche Reinigung mit Seife. Wir wissen es alle, dass der Handschuh eher kontraproduktiv ist im Ablauf. Aber Service, Maske oder jetzt in neuer Diskussion Visier. Hast du das Visier schon gesehen? Ja, es gibt verschiedene Anbieter. Es schaut beides nicht sehr sexy aus. Und ich weiß nicht, ob das prickelnd ist für einen Gast, wenn er wo reingeht und auch als Gast eine Maske aufhaben muss zum Konsumieren, ob er sich da wohlfühlt, ob er da lustig ist. Schaut aus wie bei den Außerirdischen. Und vielleicht die Masken nur abnehmen darf zur Nahrungsaufnahme. Na, also wenn der Gast eine Maske braucht, dann wird es sowieso mühselig. Weil jetzt, ich meine, sitzen wir sie zusammen zu fünft mit einer Maske, das ist Katastrophen. Also, aber das Thema ohne Masken könnte uns begleiten bis nächstes Jahr. Was jetzt konzeptionell natürlich Unterschiede macht, ist mit dem Abstand. Dürfen Sie unterschiedliche Leute zusammensitzen? Darf das überhaupt sein? Weil ja, das ist eben in Diskussion, wo die einen sagen, ja, maximal 6 Leute. Die anderen sagen, naja, doch an jeden, es geht ja auch auf einen großen Tisch, dass man in der eigenen Familienverband beieinander sitzt und gegenüber andere einen größeren Abstand lassen muss. Auch das geht. Es geht auch um das Thema Tische, Mindestabstand von 2 Meter. Das ist halt auch schwierig in den meisten Lokalen. Ich habe mir das halt bei mir angeschaut im eigenen Lokal, wo ich zwischen 2 Tischen 1,30 Meter habe, aber wenn ich die Gesicht an Gesicht sitzt, dass sie praktisch gegenüber sitzen, hätte 2,90 Meter Abstand. Die Frage ist jetzt, ob das alles, wo die Grenze dann genau liegt. Ja, wenn sie Rücken an Rücken sitzen, wie husten sie sich denn dann an? Ja, oder auch, wenn sie sich anschauen und sie haben 2,90 Meter Abstand, aber der Tisch nicht 1,30 Meter voneinander entfernt ist, funktioniert es ja auch nicht. Ich glaube, da sind wir wieder dann bei der Eigenverantwortung. Ich glaube, dass 1,30 Meter reicht, wenn es 2,90 Meter kann ansitzen. So ist es. Es war auch meine Ansicht dazu. Und dass ich jetzt sagen kann, okay, ich habe halt das ganze Kostüm halt nicht die Polen. Frage an dem Ganzen ist sowieso immer, wie exekutieren das? Wie soll das gehen? Sollte ich jetzt als Wirt hingehen, wenn sie nicht zu siebt zusammen sitzen und sagen, du stehst jetzt auf und gehst? Oder wie? Ich glaube, dass das auch nicht bei den Gästen liegen kann, logischerweise. Aber natürlich, der Handel hat so Zugangsbeschränkungen für maximal eine Person 20 Quadratmeter. Ich meine, das war unvorstellbar in der Gastronomie wieder. Das ist, wenn ich in einer 1000-Leute-Disco, wenn da die 50, die drinnen sind, auf einem Rudel beieinander stehen kann, was tust du denn? Na, so ist es. Gehst du da rein und sagst, jetzt stellst du in diesen Winkel und du in diesen Winkel, oder wie? Ja, oder bei der 1000-Quadratmeter-Disco sperre ich auf für 50, wahrscheinlich nicht. Na, aber ich sage nur, wenn dem so wäre und die rennen zusammen. Wenn ich mir ganz lokal sagen, darf ich, keine Ahnung, 10 Leute reinlassen und die 10 sitzen sie auf einem Tisch, brauche ich zusammen. Was soll ich denn da? Okay. Soll ich dann hingehen und sagen, du auf den Tisch, du auf den Tisch, du auf den Tisch? Oder rufe ich dann Polizei und sage, bei mir sitzen 10 auf dem Tisch benannt. Hilfe, kommt's? Ja, da eine Frage ist beim Abstand, von wo wir da weg gewesen? Von der Nasenspitze? Oder wir haben ja doch etwas breiteres Auftreten. Ja, wer weiß. Nein, aber das weiß ich. Also auf alle Fälle, es wird noch nicht ganz rund, aber die Frage ist, wie lange warten und wieder aufsperren, mit welchen Auflagen wieder aufsperren? Grundsätzlich, das habe ich auch schon mal gesagt, bin ich dafür, dass wir so lange warten, dass dann ein gesichertes Aufsperren ist. Also bevor wir eine Woche zu bald aufsperren, ist man lieber eine Woche länger zu, dafür ist dann so, dass kein weiterer Shutdown kommt. Ich glaube, dass es immer Wochen geht, dass wir reden von einem Jahr. Also, ich glaube, so, dass wir nicht viel Betriebe haben, die das ausreden, dass wir ein Jahr. Nein, darum sage ich ja, wenn wir sagen, gesichert aufsperren, dass wieder alle eng beieinander sitzen kann, dass man sagen kann, es ist jetzt ein Medikament da und eine Impfung da,
wird man nur ein Jahr brauchen. Ja, was wir noch nicht diskutiert haben, was für mich eine Riesenfrage in letzter Zeit ist, was ist mit uns? Was ist, wenn sie mich anstecken? Da sperren sie uns ja sowieso wieder die Bude zu. Genau. Das, jetzt müsst ihr theoretisch sagen, da hat sich der Stefan relativ gut, der hat schon hinter sich. Ja, das spielt aber vorher, dass so er hat auch Mitarbeiter, ich meine, da wird schon geredet und geschrieben davon, dass man schaut, dass Mitarbeiter in Teams arbeiten und vielleicht, wo es möglich ist, nicht alle miteinander. Nein, aber es geht um das. Theoretisch könnte ich ja jetzt so denken, dass ich sage, ich stecke mich jetzt an, da wäre ich eh daheim, wenn man da sitzt. Und habe dann die Gefahr nicht mehr so groß, dass ich mich nur mehr anstecke. Nur das ist ja das Spiel mit dem Feuer, verstehst du? Das ist ja. Ist auch, und ich bin kein Virologe. Schau, jetzt ist eh der Bierdoktor schon gekommen, der hat das gehört. Ja. Vielleicht kann uns der was sagen zu dem Thema. Aber wie weit ist das gesichert, dass wenn du das einmal gehabt hast, dass du das dann nicht mehr kriegst? Da hat es ja auch alle möglichen Versionen gegeben, dass sie auch in China angesteckt haben, die was schon gehabt haben oder in Shanghai. Fragen wir einen Bierdoktor, wie er das sieht. Nachdem wir jetzt alle eh mehr oder weniger spielen mit dem Feuer, okay, hat sich gehört. Passt, erledigt. Genau. Was ist ein gesichertes Aufsperren, fragt der Tom Weber. Das gesicherte Aufsperren ist ohne Einschränkungen aus meiner Sicht. Das heißt, weder ein Mundschutz, nur ein Visier, nur ein Abstand, wieder zu 100% wie früher. Das ist halt meine Sicht dazu. Ich meine, was mich in dem Zusammenhang am meisten ärgert, man wollte nicht das wissen, wie das ist mit dem selber anstecken. Also, nachdem wir jetzt alle daheim sitzen und wir ja davon ausgehen müssen, dass es uns irgendwann auch erwischt, was du dann zu 100% gehabt hast und nicht mehr kriegst. Genau. Und ob's das theoretisch dann überhaupt einen Sinn macht, dass ich sage, ich stecke mich jetzt an. Ja, solange es keinen Impfstoff gibt, wird es nicht so sein wie früher. Und das könnte ein Jahr dauern oder wird ein Jahr dauern. Ich hoffe, der Doktor pflicht mir dabei oder ich glaube, der Doktor pflicht mir dabei. Hoffen wir, nicht. Wie gesagt, dann Josef Benninger hätte ich auch eingeladen zum Stammtisch. Der Gültner, der da noch dran ist an dem Impfstoff. 18 Monate, anderthalb Jahre. Ja. Richtig. Und das ist die Frage jetzt. Das nur ist nämlich das, die Zeit, die mindestens dauert, dass ein Medikament eine Zulassung kriegt. Also das muss einmal eine Langzeitstudie geben, sozusagen. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Und das Längste, was es einmal dauert, hat, dass ein Medikament eingeführt worden ist, waren 17 Jahre. Nur 17 Jahre wird kein Wirt auswählen. Nein, da gibt es eine andere Gesellschaftsstruktur. Darum sage ich ja, darum glaube ich ja. Ich bin eher einer der Vierer, was sagt, möglichst schnell auch mit Auflagen wieder aufsperren, dann schauen, dass man vielleicht die eine oder andere Auflage im gesellschaftlichen Umfeld auch wieder zurücknimmt, aber nicht warten, bis es 100% gibt. Nein, 100%, da bin ich voll bei euch, das wird ein Jahr oder anderthalb Jahre dauern. Ich glaube, aber das aus deiner Sicht die Mindestauflagen oder die restliche Community, was dazu erscheint. Ja, also wie gesagt. Marketing 1 und dergleichen. Man dreht sich im Kreis. Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, man muss hier stark auftreten, sprich geschlossen und auch Druck auf die alle Parteien machen. Was unterscheidet Handel und Gastronomie? Na ey, das sind die Auflagen, lieber Tom Weber. Wenn ich sage, der Handel hat Auflage pro Kunde 20 Quadratmeter. Brauche ich in der Gastronomie mit pro Kunde oder Gast mit 20 Quadratmeter nicht abfahren. Sperrt keine Gastronomie auf, das kann ich ja gleich sagen. Und somit welchen Druck jetzt auf die Politik? Weil wir nicht die Fluktuation haben wie ein Handel. Bei uns dreht sich der Tisch nicht so schnell. Ja, und du bist später eingestiegen. Wir haben auch in der Branche die Diskussionen, so wie wir zwei da jetzt mit Susa Korl und mir, wo einer sagt, okay, später aufsperren, lieber viel später aufsperren, dafür sicherer aufsperren und weniger Auflagen. Mein Zugang ist eher früher aufsperren mit mehr Auflagen als wie später. Und da gingen halt schon in der Branche die Meinungen auseinander. Also, Öffnungszeiten, 18 Uhr, fangen wir mal da an, ist eine Katastrophe, die bringt gar nichts. Ist nicht zur Diskussion aus meiner Sicht derzeit und bin ich bei euch, da können wir es gehen lassen fürs Mittagsgeschäft. Das hilft Hexen sind Lutz, der was jetzt auch später aufsperrt, ist wieder Rest. Ja, oder Kaffeehaus oder Eisdiele oder was weiß nie, aber der Rest der Gastronomie kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie einen Sinn macht. Genau. Restriktionen, ich sage jetzt einmal, dass ein Tisch dazwischen frei ist, ist mir wurscht. Aber die Frage ist, wie viele Leute dürfen auf dem Tisch sitzen? Weil wenn nur die Leute, die aus einer eigenen, die,
Ich sage jetzt, die zusammenarbeiten dürfen sie theoretisch zusammensitzen und die in demselben Haushalt wohnen dürfen sie theoretisch zusammensitzen. Naja, die, was zusammenarbeiten müssen, die auch in der Arbeit, so sind die meisten Sozialpartnervereinigungen 3 Meter, Meter Abstand zueinander halten. Ob das am Bau ist, ob das im Handel ist, ob das auch zukünftig vielleicht in der Küche ist. Und da kenne ich auch viele Gastronomieküchen, dass die nicht den Meter Abstand zwischen den Mitarbeitern zusammenbringen. Der Bierdoktor hat nochmal gleich geschrieben, 3% der Krankheit sind halt tödlich und er sagt, wenn du ein Glas mit 100 Bonbons kriegst und 3 davon sind tödlich, ob du überhaupt ein Bonbon davon nehmen würdest. Ja, das ist halt russisches Roulette, das habe ich jetzt erst gesagt, Spiel mit dem Feuer. Aber kriegen werden wir es ja sowieso. Ich meine, theoretisch könnte ich jetzt sagen, ob ich heute stirb oder in einem halben Jahr, das macht jetzt keinen Unterschied mehr. Ja, ist ja nicht gesagt, dass du das kriegst, wenn es 50% oder 60% braucht zum Aushungern. Oder hungern wir es jetzt aus, so wie es die Zahlen bergab gehen? Also, ich habe ja heute diese Diskussion losgelöst und das wollte ich ja da auch noch kurz mit einbringen. Mir regt das mit dem Schwedenmodell so auf. Also, mir regt das ja so auf, ich kann das gar nicht sagen. Und alle 7 Gescheiden sagen, weil Schweden hat das viel besser gemacht und tralala. Ich krieg da die Krise. Und dann zitieren sie alle Quellen, die kein Mensch kennt, von Online-Plattformen, die ich noch nie gehört habe. Und die schreiben alle, das war alles so klasse und alles so super in Schweden. Die haben 3-mal so viele Tote wie wir, haben dieselben Einwohnerzahl, ist ein 5-mal größeres Land. Und das ist, also für mich ist das alles, ja, weiß ich nicht, wo sie leicht glauben. Ja, die Anzahl der Toten, ich meine, jetzt bin ich ganz weg von meinem Thema, aber die muss man auch am Ende sehen und nicht jetzt nach kurzer Zeit, sondern wie verhält sich das über die Laufe der Zeit. Und auch die Schweden sagen ja selber, jedes Land macht derzeit nur einen Versuch, wie es am besten löst. Und es wird kein richtig oder falsch geben. Der Meinung bin ich auch. Aber jetzt kommen wir wieder auf unser Thema zurück. Wenn ein Tisch dazwischen frei sein muss, ist mir das wurscht. Dann habe ich halt nicht die Hälfte an den Tisch, weil ich bewirtschaft theoretisch jetzt 2 Räume aktuell gar nicht, weil es nicht da rein. Dann mache ich halt einen davon wieder auf und dann habe ich, komme ich wieder ungefähr auf meine. Nur ja, bitte? Das ist bei dir. Ich habe rund 6.000 in Oberösterreich zu vertreten. Da haben wir überall eine andere Situation und da habe ich auch viele Lokale, die derzeit sagen, wenn ich nicht voll aufsperren kann, brauche ich auch gar nicht aufsperren. Beziehungsweise auch, wie ich es zuerst schon gesagt habe, Lokale, wenn der ein bisschen aufsperrt, zahlt er die volle Miete. Ja, ja, das ist schon klar. Aber das ist ja eh, es ist ja keine Verpflichtung aufzusperren, aber man darf. So ist es. Naja, nein, bei Mietlokalen ist es was anderes. Sobald er wieder aufsperren darf, zahlt er Miete. Das ist ja nur okay. Bei behördlichen Schließungen. Und da haben wir sehr viele davon. Aber auch die Diskussion geht mir trotzdem ein Stück weit ein bisschen am A, weil wir, die Eigentümer sind, wir haben auch laufend unsere AFA und alles zum Zahlen. Wir kriegen keine Stundung für irgendwas. Ja, darum muss ja auch der wieder zahlen gegenüber seinem Verpächter, der muss ja auch leben, seine Miete ab dem Zeitpunkt, wo er wieder aufsperren darf, muss er verpflichtend zahlen. Eben. Ob er aufsperrt oder nicht, ist dem überlassen. Nein, aber weil uns Eigentümer wieder unterstützt, wir haben es ja so gut, weil wir müssen keine Pacht oder keine Miete zahlen. Ja, das ist dasselbe. Also die AFA oder Miete ist unterm Strich dasselbe, was da zusammenkommt. Und ich muss auch meine Haus da holen. Also das muss sonst der Vermieter tun, das muss in dem Fall ich tun. Der Bierdoktor hat wieder geschrieben, wichtig ist Zeit zu gewinnen, weil jede Woche neue Erkenntnisse kommen, Medikamente werden gefunden, die helfen könnten. Ehemalige Corona-Patienten können Antikörper verspenden, daher Zeit rettet Leben. Ja, aber wann, Herr Doktor, ist der Zeitpunkt, um die Gastronomie aufzusperren? Ich meine, es wird eher festgelegt vom Gesundheitsministerium, den werden wir auch so zur Kenntnis nehmen, wie er kommt. Und aber Zeit gewinnen ist im September. Ja, aber ich meine, da, ich sage mal, ich halte jetzt vielleicht sogar aus bis September, aber da geht davon aus, dass wir, das sind wir zwar dann allein. Ja, ein paar werden schon noch dabei sein, aber jede Zeit, mehr viel, die Zeit lassen, wird die Gastronomie und das ist schon. Ruiniert die Wirtschaft, wer zahlt das Gesundheitssystem, es ist die Wirtschaft und wer zahlt die Steuern. Also logischerweise, man muss schauen, dass das ganze Gesundheitssystem läuft und irgendwann wird es dann so einen Point geben, wo man sagt, okay, auch die Wirtschaft muss wieder laufen. Wenn die Reproduktionszahl bei 0,5 liegt, sagt der Doktor aus seiner Sicht. Und da waren wir schon fast. Ich glaube, da sind wir nicht mehr weit weg und heute eben bei dieser Schwedendiskussion hat einer
von meinen Facebook-Freunden geschrieben. Das hat er sich auf Excel mehr oder weniger ausgerechnet. Das war mir sogar zu mühsam, wo ich es wahrscheinlich errechnen konnte. Dass Mitte Juni theoretisch oder gegen Ende Juni bis sogar bei Null, wenn es so weitergeht. Also ich weiß ja gar nicht, was der Doktor sagt, ob man es ausroten kann. Ich meine, lang kann ich es zwar ausroten, aber wenn es vom Mann aus wieder kommt, ist es wieder da. Das ist uns wohl bewusst. Somit wird Reisekranken bestehen bleiben, weil natürlich im Ausland komplett das Ausroten länger dauert. Und sobald es da ein, aber die Frage ist, wenn man bei Null ist, ist dann auch wirklich Null? Gibt es natürlich immer wieder die Dunkelziffer und so weiter? Oder ist man dann sicher bei Reduktionszahl 0,5? Das war theoretisch im Juni, aber Juni ist halt auch schon weit. Der Korb hat auch noch viele Reserven, der hält noch einen Monat länger aus. Ja, möchte nicht einen Monat lang im ersten Gang fahren. Der Meinung bin ich auch, das bringt mir gar nichts, wenn ich aufsperren kann. Und dann habe ich nämlich eine moralische Verpflichtung meiner Gäste gegenüber. Ich müsste, wenn es heißt 18 Uhr Sperrstunde, müsste ich auch um 4 Uhr aufsperren. Weil sonst sagen sie, das vielleicht eh nicht notwendig oder jetzt hätten wir sich schon gefreut, dass wir mal auf eine halbe kommen können. Das können wir erst wieder nicht kommen. Ja, aber es ist ja auch nicht gesichert, wenn wir Mitte Juni aufsperren würden, ob wir dann schon erst nach dem zweiten Gang schalten können. Ja, also, aber die Aussage ist ja relativ klar. Aufsperren macht in der Gastronomie nur Sinn, wenn die Einschränkungen so minimal sind, dass ein halbwegs normales Gesellschaftsleben möglich ist. So, also alles, was Einschränkungen sind, dass sie die Leute nicht zusammensitzen dürfen, dass nicht, keine Ahnung, Sperrstunden verkürzt sind, dass du einen Meter Abstand halten musst oder nur mehr, dann glaube ich, macht es wirklich wenig Sinn. Es ist immer wurscht, der Tisch dazwischen oder sonst irgendwas, aber wenn sich der Stammtisch nicht zusammenfinden kann, wenn ich einen Stammtisch mit 5 Leuten habe und die müssen sich im ganzen Raum verteilen, das hat ja für Nerven dann Sinn. Hey, aber was macht dann Sinn, welche Voraussetzungen? Ja, so dass wie viele Leute sollen das der auf einem Stammtisch? Wie viel Abstand? So viel wie der Stammtisch groß ist. Also eng beieinander sitzen möglich ist. Nein, nicht eng beieinander sitzen. Ich habe Stammtische, das sind 25, 30, 40 Leute. Der Raum fasst aber 60 oder 80 Leute. Nein, aber darum frage ich, was ist das Verhältnis ungefähr, wo man sagen kann, was ist für den Wirten vertretbar? Was ist da deine Sicht, dass vertretbar ist an Abstand? Oder ist es null? Also, sobald es heißt, einen Meter Abstand, kannst du das, glaube ich, canceln, weil was ist denn das für Kommunikation, wenn der nächste Meter weiter sitzt und der nächste wieder einen Meter und der nächste wieder einen Meter? Hm? Da können wir im Internet auch bleiben, da sind wir dann dort. Wenn es um einen Stammtisch geht, wenn es ums Essen geht, ist wieder was anderes. Ich meine, das nächste Thema ist, wenn wir 18 Uhr Sperrstunde kriegen, wie geht es mit unseren Hotelgästen? Wir dürfen das Hotel aufsperren und wir dürfen ihnen nichts zum Essen geben. Das ja, ist für die Hotelgäste darfst du jetzt schon zum Essen auskochen und servieren und derzeit sogar ohne Regeln. Also? Aber für die Messe, für die großen Messen, weil das gerade Messegastro schreibt, wird es nur länger und schwieriger. Das sind wir eben bei dem Thema Großveranstaltungen vom Herbst. Und dann ist die Frage, wie schnell können die am Mess hochfahren? Wann ich alles valide habe und ich weiß nicht genau, wann ich wie hochfahre. Der Bierdoktor schreibt, Entschuldige. Der Bierdoktor schreibt, man könnte die Infektionsketten noch verfolgen, wenn man bei Null war, dann wissen wir, wer ist angesteckt, mit wem wurde er benannt, Infektionsherde löschen. Dann wäre es beherrschbar. Die Reproduktionsrate muss aber langfristig unter 0,5 bleiben. Und dann vor August wenig zum Weitergehen. Ja, die Frage ist eben die Großgastro, Großveranstaltungen oder auch die Kleingastro, wo man sagt, okay, man hat eine überschaubare Zielgruppe, Gästeschicht. Ja, der Bierdoktor ist ein Deutscher, das möchte ich auch sagen. Also er schreibt für Deutschland, aber das ist halt eh nicht der Wochenunterschied gegenüber uns Österreicher. Ja, aber es ist eine Woche hinten und sie schauen meistens sehr genau auf Österreich, was Österreich tut. Ist schon klar. Er glaubt, dass in der Gastronomie vor August nicht großartig weitergeht. Ja, bin bei, Entschuldigung, jetzt habe ich Deutsch gesagt, ich weiß schon. Ja. Aber August ist halt ein fatales Zeichen für uns, weil das ist bei mir der allerschwächste Monat. Februar und August. Warum beschneidet man nicht die Risikogruppen? Warum müssen 1%, die mir auffällt, dort bestraft werden? Mhm.
ist halt das Kollektiv und dass man sagt, okay, alle gemeinsam lösen das Problem. Aber machen wir mal Hände hoch, wir halten es nass bis in August, das wird bei mir auch schon dünn. Die Betriebskosten laufen weiter, die Kurzarbeit ist Ende August bei vielen aus, die was mit 1. März geschaut haben. Aber das wäre der Staat nicht auswählen. Also da gingen ja die Staaten alle krachen. So ist es. Das ist für alle ein und neues Zeitpunkt. Und darum habe ich das auch gemeint, man darf das abwägen zwischen dem Zeitpunkt, wo man die Wirtschaft wieder ein bisschen ankurbelt und die Wirtschaft funktioniert erst dann nur mal mit 100%, wenn die Gastro mit 100% funktioniert, weil dann entsteht Kauflaune. Mhm. Und dann ist es jetzt, dass man ein Gesundheitssystem finanziert, weil wenn man jetzt die Wirtschaft total runterfährt, je weiter das ist runterfährt, je weniger Einnahmen. Ja, Gewerbe und Industrie bringt auch irgendwas. So darf man nicht sein. Nein, schon klar, aber jetzt sage ich mal, solange das Ganze nicht rund läuft, ist eine Auswirkung auf die Industrie, weil ein Auto da nicht mehr nicht kaufen. 55% Einbruch, haben sie geschrieben. Das ist so. Solange das alles da niederliegt, kaufe ich mir weder Mode im großen Sinn noch Investitionsgüter. Oder, ich meine, darum sage ich, die Leute sparen derzeit, Geld haben sie, das sieht man schon oft, und weil sie weniger ausgeben und leisten sie nur das, was wirklich notwendig ist. Und alles andere, Luxusgüter, schauen wir mal. Der Christian schreibt, Messegastro August schon innerwirb fraglich, also er spielt, glaube ich, auf das Thema Hitze, Kälte nehme ich an. Der Bierdoktor, weil Risikogruppe mein Unwort ist, in meiner Ortschaft ist eine 40-Jährige gestorben, ohne Vorerkrankungen, sportlich gesund. Der Sport hat es umgebracht. Du wolltest nicht während der Feuerqual, oder? Ja, genau. Ich bin für Kaffeeaussport. Schach, Backgammon, Barock, da bin ich stark. Und meistens ein Kilohandel, weil ein halbes Kilo plus Glas, oder? Ja, genau. Reißen in ein halbes Liter Glas. Aber ein Liter oder Doppelliter Glas, also ist keine große Herausforderung. Angeln. Nein, das ist mir zu anstrengend, weil zwänglos ist. Außerdem heißt es bei uns Fischen, nicht Angeln. Der Einfluss, da war mir ist der andere Vokabular. Ja, also ein richtiger. Aber das heißt dann auch in Zukunft noch schwierige gastronomische Entscheidungen. Weil es wird einen Termin geben mit Einschränkungen, egal wann und egal welche Einschränkungen. Und der Gastronom muss dann entscheiden, hält das noch länger aus, speziell Großveranstaltungen, Eventketterer. Wo gehen sie mit? Wo trauen sie sich drüber? Ja, aber das Problem ist, dass wir brauchen drei Konzepte. Wir brauchen das Konzept für die erste Phase des Aussperrens, dann die zweite Phase des Aussperrens und dann für das endgültige. So ist es. Genau. Und das ist aber insgesamt schon ein bisschen fordernd, weil solange du nichts weißt, kannst du dich auf gar kein Konzept irgendwie richten. Weil ich sage mal, wenn ich von 4 bis 6 Jahren aufsperren darf, zum Beispiel, wenn ich auf dem jetzt beharre, dann gibt es bei mir ein paar Würstel und eine Schinkenstange und ein Bier und dann nicht einmal alle 4 oder 5, die ich sonst vom Fass habe, sondern halt die besseren, also die, was am Meer angängen. In der Phase 2 kommen dann von mir so alle Bier dazu und eine zweite Speise. Und in der Phase 3 ist wieder Normalbetrieb, sage ich jetzt einmal vorsichtig. Ja, du bist der Bierdoktor gerade schreibt, Großgarten früher als wie lokal. Ja, ist auch ein Thema. Es wird auf alle Fälle unternehmerische Entscheidungen brauchen. Und auch jeder Betrieb, und darum sage ich, wir sind 6.000 unterschiedliche Betriebe, und es wird kein Patentrezept geben. Was ist das Richtige? Und das unterscheidet uns auch mit Fremdenverkehrsorte. Das wird im Salzkammergut anders sein. Als wie im Impfjahr. In das waren halt die auch zuerst stoßen. Also ein Patentrezept für 6.000 Gastronomen wird es sowieso nicht geben. Aber gewisse Dinge passen halt für gar nicht. Also der Meterabstand kann man nicht vorstellen. Da ist vielleicht im Kaffeehaus geht das noch oder irgendwas. Wo vielleicht der eine oder andere allein sitzt oder zu zweit. Aber in der Speisengastronomie funktioniert es auch, wenn die Familien untereinander essen gehen, wenn ich nur sage, à la carte Betrieb und dann sage ich, dann lasse ich einen Abstand zum nächsten Tisch, würde grundsätzlich, wenn es rein ums Essen geht,
funktionieren, aber Kommunikation und Unterhaltungsgastronomie schwierigst. Da kann ich, weil die Risikogruppe nicht zu Hause bleiben will, wenn die anderen fort sind. Es ist jetzt schon stark, dass ich meinem Vater sagen kann, er muss zu Hause bleiben. Das kann man schon vorstellen. 180 ist natürlich auch ein schönes Alter schon. Warum bindet es die Risikogruppe ein Unwort? Aber hallo, es gibt es in allen Bereichen. Es gibt keine Risikogruppe. Weil Corona keine Risikogruppe kennt. Glaubt mir das? Ich sehe es leider in der Klinik. Wir glauben da eh alles. Also, naja, aber jeder ist schon noch für sich selbst verantwortlich, wenn er einer Risikogruppe angehört. Ja, sicher, aber dass das mit der Selbstverantwortung auch bei den Schweden nicht funktioniert hat, das haben wir auch gesehen, wenn ich das wieder strapazieren darf. Und Selbstverantwortung ist schwierig, weil wenn einer, der was Corona-Symptome hat, auch noch irgendwann umrennt unter die Leute. Ja. Der Mike sagt, er würde auf Kaffeehausbetrieb umstellen, Hauptsache wieder aufmachen. Zur Information, der Mike macht Rieders bei uns im Stadtzentrum gegenüber von der Kirche. Ah, noch. Die Frage ist. Sie haben ja vorher Kaffee-Bar gehabt, haben das System dann auf Rheinbar umgestellt und er würde halt wieder praktisch am Tag aufsperren, das Kaffeehaus. Aber selbst das ist für mich fragwürdig. Ich habe ja auch früher Mittag ausgekocht. Nur ich fange jetzt nicht wegen 2 Monaten oder wegen 1 Monat. Ja, der Stockinger Hust, ja. Mhm. Der hat schon Husten, wir haben ein Problem. Ja. Ich würde jetzt nicht wegen 1 Monat wieder umstellen, weil bis dass ich alle Leute gesagt habe, ich habe Mittag wieder offen. Nur dazu, ich mein, bei mir ist es ein bisschen eine Standortgeschichte auch. Bis dass ich gesagt habe, ich habe Mittag wieder offen, dabei ist es wieder vorbei, weil dabei drehe ich wieder um und habe wieder nicht auf Nacht offen. Also für mich. Ja. Also Kommunikation heutzutage geht schnell, das sehe ich beim Lieferservice und Abholservice, dass das sich auch relativ schnell mal umrechnet. Aber Kaffeehausbetrieb, die Frage ist, hat er Miete, Boch zum Zahlen und geht sich das aus mit einem reinen Tagesgeschäft, dass er seine ganzen Fixkosten deckt? Ich glaube, es geht ihm eher um das, dass er wieder in der Hocken ist und dass er was tun kann. Also ich glaube, dass da gar nicht so sehr dieser 100% wirtschaftliche Ansatz ist, aber er kann eh selber reinschreiben, wie er es sieht. Stocki ab zum Corona-Drive-In. Ja, in Anzweilen haben wir einige ab und zu vorbei, weil wir viel Zeit zum Fuß gehen. Aber wir sind nur vorgeladen. Und so ist man schon in der Gesellschaft, jetzt stell dir vor, so wie es mir jetzt gegangen ist, ein Hurster und der sitzt bei dir im Lokal. Die ganzen Gäste drehen sich um und sind wieder weg. Nein, ich sage ja Buongiorno, ich komme aus China. Ah, ich glaube, die China-Restaurants werden genauso frequentiert werden wie vorher. Nein, den Spaß haben wir schon am Anfang gemacht. Also ich habe gesagt, Buongiorno, bei mir war eine Gruppe Chinesen da. Wie geht's euch denn? Rückblickend. Aber würdest du das auch nicht mehr sagen, glaube ich. Also vergessen wir es dringend bald, gell? Ja. Dabei ist es so wichtig, sagt der Doktor. Viel Flüssigkeit. Wann hast du den schon gehabt zum Stammtisch? Nein, haben wir noch nicht die Ehre gehabt. Die erste weigern sich ein wenig. Ich habe ja in meinem engeren Biersommelierkreis, entschuldige, dass ich das jetzt so sage, Herr Bierdoktor, der hat mit mir die Ausbildung gemacht, der war mit mir im Kurs. Ich habe ein Witbier aus dem Imviertel, also ein belgischer Bierstil. Und der Thomas hat ein Affligem, also ein belgisches Abteibier. Ja. Der war mit mir im Kurs, der Florian Neichel, der ist, also nicht dehydrieren, der ist jetzt primär in Braunau, den hätte ich schon 2-3 Mal gefragt, ob er will. Am Anfang war er ein wenig motiviert, aber ich glaube, mittlerweile ist es ihm selber ein wenig zu heiß. Weil er Angst hat, dass wahrscheinlich da zu viele Fragen in die Tiefe kommen, die er wahrscheinlich auch gar nicht beantworten kann, weil es ja keine Antworten gibt de facto. Und darum die Sicherheit, auch bei dem Thema, wie kommen die ganzen Sachen zustande, die Auflagen, was wir kriegen, es werden ja sehr viele dazu befragt. Es ist ja nicht nur die Sicht der Gastronomen, da haben wir alleine schon in den Bundesländern unterschiedliche Ansichten, da kommen die Ansichten der Gewerkschaftler dazu, wieder aus den Bundesländern, dann kommen die Ansichten aus dem Tourismusministerium, aus dem Gesundheitsministerium,
die ja zugehörigen Ländervertreter, Landesräte und dergleichen. Also da arbeiten ja sehr viel und jeder aus seinem eigenen Blickwinkel und dann kommt ab und zu eben was raus, was in der Praxis nicht umsetzbar ist. Ich habe gestern am Bundesrat Tim zu Gast gehabt. Den habe ich auch gefragt, wie das ab und zu ist mit dieser Gesetzfindung, weil wir haben ja schon Gesetze aufgedrückt, die nach einem halben Jahr wieder umgestoßen worden sind. Und dann habe ich auch gefragt, wegen die 13% in der Hotellerie, weil das war ja ein völliger Irrwitz, weil das Thema dahinter ist, wir haben unseren Kassenhersteller ein Update zahlen müssen, für das, dass wir ein Jahr mehr Steuern zahlen oder anderthalb und dass wir es dann am Ende des Tages wieder zurücktragen. Also das hat nirgendwo gebracht, überhaupt nirgendwo. Naja, das ist dann die Arbeit der Interessensvertreter, dass sie es wieder zurücktragen, dann haben wir es zusammengebracht und es sind 3% im Prinzip am Ende des Tages. Die Preiserhöhung ist meistens blind, aber es war dahinter ein mega Aufwand, was die anderen nicht sehen, was eben das heißt, Systeme verändern mit einem dritten Mehrwertersatz, außerkalkulieren, Halbpensionen. Frühstück, wie du es mit Anzahlungen, was bereits fakturiert sind und dergleichen. Da hängt ja so viel hinten dran, was man sich wahrscheinlich im ersten Blick sehr einfach vorstellt. Genau. Und die Server wird beim Aufstehen. Und die ganzen Reisebürokontingente und so weiter sind 18 Monate vor, das ist relativ zügig umgestellt worden. Dass du überhaupt das sind Endverbraucherpreise, da kannst du nicht sagen, ich tue Mehrwertsteuer hinten noch hinten drauf. Da bist du um das alles gestorben, was du da schon alles ausgehandelt hast. Und wie es dann wieder so weit war, dann ist es wieder angeschafft worden. Also. Das ist dann oft so. Ja, dann frage ich mich, wer wird da gefragt, wenn es um Gesetze geht? Ich mein, das, naja, da ist einmal Finanzierung gegangen von einem Budget und dann war das der Kompromiss zwischen Speisen im Restaurant auf einen Normalsteuersatz zu erhöhen, ähnlich wie in Deutschland, oder die Touristen. Und die Touristen aus dem Ausland, die sind am wenigsten angreifbar, da hat man sich halt dann drauf gehabt, dass man das um 3% erhöht hat. Und zeitgleich hat man dann auch noch in Oberösterreich die Ortstaxe angekommen. Das hat beim Doppelzimmer schon gemacht. Genau. Aber natürlich beim Zimmer auch Seiten, die Nächtigungsabgaben sind aber auch auf dem Campingplatz mit 7 Euro. Nein, wurscht. Aber was der da im grenznahen Raum, wo wir sind, wenn er nur mehr eine Viertelstunde oder 20 Minuten weiterfährt, ist er drüber halt bis ins. Und dann habe ich schon 10 Euro Preisunterschied, wo ich nicht mehr verdiene, wie der drüber halt, weil beim Doppelzimmer halt einfach das irgendwo zusammenkommt, verstehst du? Ja, aber beim Bierpreis ist es nur viel mehr. Ja, ist alles richtig, aber wegen einer halben Bier fährt er nicht nach Passau. Wenn er schon im Auto sitzt und von Ungarn kommt, ob er da nur eine Viertelstunde länger fährt oder nicht, das ist ihm ziemlich wurscht. Mhm. Das haben wir vermehrt gehabt in dem Zeitraum. Aber es ist auch nicht gewünscht oder so, dass man ein einheitliches Steuersystem in ganz Europa zusammenbringt und überall das Gleiche wäre auch nicht denkbar, oder? Biersteuer ist das nächste Thema, da kommt man sich auch auslassen bis zum Nimmerleinstag. Wie gibt es das, dass das unterschiedlich teuer sein kann? Das ist ja völlig unlogisch. Ja. Yeah. Man sieht halt nur das, was man zahlt, was andere nicht zahlen, aber umgekehrt das, was andere zahlen und wir dafür nicht zahlen oder einen Kündigungsschutz, was sie nicht. Ja, aber da können wir jetzt immer weit weg, weil da können wir über Flat-Tax reden, weil das ist was ich auch nicht verstehe, warum es das nicht gibt. Warum können wir nicht einfach 100.000 Euro eingenommen, 30.000 Euro kriegt der Staat oder 40 oder 50, es ist ja völlig egal, irgendeine Summe X und damit ist es erledigt. Weil man immer wieder sagt, dass wenig Verdienende weniger Steuern zahlen sollen. Und durch das gibt es die Staffelung. Ja, dann, das kann man aber mit einer Flat-Tax auch machen. Da kann ich sagen, bis zu dem Umsatz der Prozentsatz, bis zu dem Umsatz der Prozentsatz und bis zu dem Umsatz der Prozentsatz. Das haben wir aber theoretisch eh bei der Einkommensteuer. Aber ja, aber das haben wir dann eine Umsatzsteuer und eine Sozialversicherung. Und ja, das wird aber alles drinnen sein. Nicht alles da 17 mal da und da. Und ja, du bist bei 60% Flat-Tax. Ja, dann sind wir halt bei 60%, das ist mir ja auch wurscht. Aber das schließt den Kreis zu den Corona-Anträgen. Da haben wir ja acht verschiedene Förderinstrumente oder mehr und überall muss separat aussuchen und dass sie jeden richtig erwischt. Und bis dato
Weiß ich nicht, ob ich allein bin, der noch gar nichts hat. Ja, aber ich glaube, in Amerika ist es auch mittlerweile ein Thema, weil der Karl schreibt, auch in den USA gibt es kein einheitliches Steuersystem. Also in den Bundesstaaten unterschiedlich. Alle Preise werden netto ausgezeichnet, plus Tipp. Wir haben aber in einem Bundesstaat in Restaurants unterschiedliche Steuersätze. Das System, das habe ich noch überhaupt nicht begriffen. Das wird wahrscheinlich darauf angehen, wo die Ketten daheim ist, wenn der einen Steuersitz woanders hat. Ja, entweder so, oder wenn du das holst, hast du einen anderen Steuersatz, als wenn du das serviert kriegst. Keine Ahnung. Aber das ist natürlich frappierend, wenn du das nicht gewöhnt bist als Europäer. Wenn du da hinkommst, dann denkst du, naja, die Preise sind angemessen, aber doch deutlich. Und dann wirst du zum Zahlen kommst, kommt Steuer noch drauf und Stipp noch drauf, dann bist du nur mal, da denkst du, hoppala. Und gleich verpflichtendes Tipp. Oder mehr oder minder verpflichtendes Tipp. Ja, verpflichtend eigentlich. Wie ich heute schon geschrieben habe, das Problem hat schon dort angefangen, wo Tankstellen und so weiter gastronomische Dienstleistungen angeboten haben. Sprich 5 Liter Benzin, 3,5 Bier und 2 Sembau. Ja, und an die Tankstellen ist halt eine mehrere Frequenz wie bei uns irgendwann gewesen. Immer schon. Ja, mehr die Tankstellen haben halt diese Dienstleistung dazu in Anspruch genommen, aber es gibt sehr wenige Leute, die was das Recht hätten, im Rahmen der Gastronomie als Nebenrecht Treiber und Schmierstoffe zu verkaufen. Dieses wurde ja nicht angegangen, logischerweise, weil es nicht attraktiv ist, aber da würde auch der Gastronomie das Nebenrecht zugestehen. Ja, so ein Konzept habe ich mir schon mal überlegt, ob ich nicht hergehe und sage, zu jedem Essen kriegst du einen Sessel dazu oder einen Tisch oder Garderobe oder irgendwas. Wie das so manchen gefallen hat. Die Konzepte gibt es theoretisch schon, wo du die ganze Einrichtung auch kaufen kannst. Da bin ich auch total der Meinung, der China eben schreibt, die Digitalisierung unserer Branche hinkt 10 Jahre hinterher, man sollte nicht handeln, wenn man muss, sondern immer einen Schritt weiter sein. Kalkulieren, dann passt der DP. Ja, da bin ich bei allem bei dir und ich habe auch zu dem Thema mit meinem Kassenhersteller schon vor 2,5 Jahren einen Termin gehabt, wo ich gesagt habe, ich habe nicht eine Registrierkasse, weil ich es gesetzlich brauche, sondern weil ich der Meinung bin, dass das viel, viel Potenzial enthält. Das ist im Prinzip mein CRM, beziehungsweise mein Customer Relationship Management. Ja, das ist kein Kundenbindungsprogramm in dem Sinn. Aber fürs Controlling ein Um und Auf, wir haben also. Das war alles über meine Kunden. Das war es, wann war der da, was hat der Kunden? Naja, personenbezogene Daten darfst du normalerweise, sind sehr sensibel. Aber ich weiß, wenn du weißt, wo wer gesessen ist, dass du das über Jahre zurückvollziehen kannst. Ja, aber die Tische, die sind noch meine Stammgäste benannt. Achso, okay. Und hast du sehr um Zustimmung gefragt? Natürlich. Außerdem steht ja nicht da der Vorname. Weiß ich eh, und den kennt keiner. Was, der Bierdoktor ist ausgeschmissen worden? Nein, wir haben den nicht ausgeschmissen. Aber in einer Minute 37 werden wir wieder ausgeschmissen. Aber zurück zur Kalkulation. Es wir ist kommen eh wieder, oder? Ja, sicher sind wir noch einmal eine Stunde. Bedingt eine Kalkulation möglich, weil natürlich das Gesamtpreisgefüge in der Branche der Einzelne nicht recht ausreißen kann. Da bin ich aber seit jeher Ausnahme, ich glaube seit 30 Jahren. Naja, ein bisschen ganz nach oben, aber richtig ausreißen für 2 Bier 7 Euro, das wird schwer. Wenn alle anderen. Darum sage ich, eine Kalkulation ist die andere Seite, aber du musst trotzdem den Markt auch im Auge haben, zu jeder Kalkulation. Da gebe ich dir völlig recht. Aber reden wir dann weiter über das Thema Digitalisierung, weil das ist mir nämlich auch ein Anliegen. Und ich habe den Hebel aber noch nicht gefunden. Und natürlich ist es mit Kosten für den Kassenanbieter verbunden. Nur ich bin auch der Meinung, dass der Kassenanbieter über kurz oder lang wechseln wird, wenn er nicht in das Thema Digitalisierung einsteigt. Und was ich halt auch sehe, es gibt so viele Klaviere, auf die wir spielen müssen. Wieso kann man das nicht zusammenfassen digital? Das ist ja halt nicht mehr notwendig. Passiert jetzt in dieser Situation alleine schon die Anbieter für Vorbestellsysteme für Lieferungen und dergleichen, dass innerhalb kürzester Zeit sehr viele Anbieter auf den Markt gekommen sind. Ja, mehr endlich hat sich mein Kassenhersteller auch auf das Thema geworfen. Und ich habe mir sehr oft die Anfrage, was,
was Sache ist, aber. Richtig, und da haben sie schon, dass man gesagt hat, 2-1-0.